Hi, ich bin's, euer Stefan. Und erstmal vorweg, ich würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefällt. Natürlich guckt bis zum Ende. Daumen hoch zu geben und vergesst nicht zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, denn dann verpasst ihr die nächsten Videos auf keinen Fall. Dann werdet ihr nämlich informiert. Auf jeden Fall geht es um eine meiner letzten Videos. Das kann ich euch auch gerne mal hier oben verlinken. Und zwar ging es darum, dass vegane Kinder zu klein sind. Da hat jemand unter einem Video kommentiert, lasst doch eure armen Kinder selbst entscheiden. Lasst doch eure armen Kinder das essen, was sie wollen. Komischerweise wird immer nur bei uns Veganern das angesprochen. Und ich antworte eigentlich immer gegen, und dazu habe ich noch nie noch mal eine Gegenantwort bekommen, und zwar, welche verantwortungsbewussten Eltern lassen denn ihre Kinder selbst entscheiden? Vor allem meine Tochter ist jetzt 3,5 Jahre alt, unser Kleiner, der bekommt jetzt auch schon mittlerweile Beikost, ist jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr alt, also wird jetzt im September wird er ein Jahr alt. Die Kinder können einfach in dem Alter noch nicht entscheiden. Und es war schon immer so und wird immer so sein, Kinder haben das zu essen, was auf den Tisch kommt. Also so war es schon immer. Und bei uns ist es halt einfach so, bei uns kommen keine tierischen Produkte auf den Tisch. Ganz einfach. Momentan geht die Kleine aber noch zur Tagesmutter, da geben wir immer Essen mit. Also für das Mittagessen, Frühstück. Ist sie natürlich dann zu Hause und bei der Tagesmutter gibt es auch nichts so großartig zwischendurch. Die weiß halt nur nicht, wie man so richtig kocht. Sie kocht auch nicht ganz so toll und wir haben uns mit ihr arrangiert. Die hat auch nur ein paar Kinder, die hat so 3, 4 Kinder. Wir haben uns dann eben mit ihr arrangiert, dass sie halt immer von uns das Essen bekommt. Jetzt geht aber die Kleine bald in den Kindergarten. Da haben wir uns auch schon ein bisschen informiert, das ist da überhaupt gar kein Problem. Auch wenn es jetzt um die Integration geht und dass das Kind was anderes ist. Die haben einen Bio-Caterer. Zwischendurch gibt es sowieso nur Obst und Gemüse. Und bei dem Bio-Caterer kann man sogar vegan bestellen, beziehungsweise halt eben ohne Fleisch. Vegetarisch geht auf jeden Fall. Und wenn man irgendwas mit Laktoseunverträglichkeit vorweisen kann, dann geht auch vegan. Und da hat der Kindergarten überhaupt kein Problem damit. Die haben auch gemeint, das ist auch so integrativ, ist es da überhaupt gar kein Problem. Und das war mir auch wichtig. Wenn die Kleine sich jetzt nicht so integrieren würde oder wenn sie halt eben so getrennt von den anderen Kindern wird, weil sie was anders essen muss, dann hätte ich sogar akzeptiert und hätte gesagt, okay, gut, machen wir vegetarisch. Wichtig ist nämlich das, was die Kleine überwiegend isst, was sie hauptsächlich isst, und das ist eigentlich bei uns zu Hause halt eben vegan. Von daher achten wir da schon sehr drauf, dass sie auch nicht ausgeschlossen wird, und ich möchte halt eben auch keinen Streit jetzt mit Kita oder halt eben eine Ausgrenzung halt haben. Und genauso haben wir auch entschlossen, wenn es zum Beispiel bei Geburtstagen ist, bei der Kita zum Beispiel ist es eigentlich nur bei Sommerfesten oder halt bei gewissen Festen, dass es da zum Beispiel Kuchen und so weiter gibt, das sagen wir auch nicht, nein, da darfst du es einfach mal essen. Aber das sind Ausnahmen. Also das heißt, wir achten schon darauf, dass unsere Tochter oder unsere Kinder, das wird natürlich bei dem Kleinen genauso laufen, dass wir sie nicht ausschließen, dass sie trotzdem integriert sind. Und ganz ehrlich, in dem Alter, also wir achten halt eben darauf, und vor allem, ich kann ihr keinen Kuchen verbieten, einfach in dem Sinne, weil es halt auch veganen Kuchen gibt. Und teilweise ist es echt schwer zu unterscheiden, vor allem für ein 3,5-jähriges Kind. Der Kuchen, da ist keine Milch drin, da sind keine Eier drinnen, den darfst du essen. In dem Kuchen sind aber vielleicht Eier oder ist Milch drin, den darfst du nicht essen. Erklär das mal einem 3,5-jährigen Kind, wo ich mir denke, das geht einfach nicht. Von daher akzeptiere ich das auch mal. Und sag, okay, ist in Ordnung, bevor man jetzt das Kind aus dem sozialen Umfeld reißt und einen Terz macht, nur so, das ist viel gesünder oder das ist schädlich und das ist viel gesünder, auf tierische Produkte zu verzichten, das darfst du nicht. Weil ganz ehrlich, die Psyche nimmt so einen starken Einfluss auf unsere Gesundheit. Und wenn das Kind unterm sozialen Umfeld leiden muss, damit es sich gesund ernährt, ist es kontraproduktiv für die Gesundheit. Deswegen achten wir da schon drauf. Natürlich ist es jetzt im Sinne von Tierleid, ist es natürlich wieder ein Problem. Aber wir versuchen dann einfach mal zu gucken, dass wir sagen, bei den Sommerfesten, wir geben den Leuten oder machen mal veganen Kuchen oder vegane Backwaren, vegane Plätzchen und so weiter. Legen das den Leuten einfach mal vor, um den Leuten auch zu zeigen, wie lecker vegan sein kann. Vielleicht jetzt nicht ganz gesund in dem Fall, aber es kann auf jeden Fall in dem Fall lecker sein. Und so, glaube ich, erreicht man die Leute eher dazu. Und ich bekomme auch immer mehr mit, dass in meinem Umfeld immer wieder Leute so mit vegan ausprobieren und auch merken, dass es ihnen dadurch besser geht. Also so erreiche ich eben die Leute eher viel mehr. Und ich merke gerade, dass ich voll vom Thema abschweife. Aber ich glaube,
ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und deswegen würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Wie gesagt, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wenn ihr Beratung braucht, eben wie man ein Kind richtig vegan ernährt, wie man das besonders macht, kann ich euch entweder meine Ernährungsberatung empfehlen, und zwar hier unter dem Link auf meiner Internetseite. Und dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, Glocke aktivieren, Daumen hoch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.